So, Leute, hier sind wir bei Mystic Quest Legends und wir machen direkt weiter, denn... Ja, nach... ebenfalls mal wieder mäßigen Erfolgen, gerade eben in Mischief Makers. Ich bin schon wieder... Was ist eigentlich los? Ich komme da so schleppend voran, aber nein! Anderes Spiel, das ist ein anderes Thema. Da reden wir nicht hier drüber. Hier reden wir über Mystic Quest, über mystische Sachen, über mystische Felsenauren. Moment, muss ich nochmal ansehen. Ah! Okay. Ich sag mal so, nächster Kampf. Ihr wisst, was getestet wird. Direkt. Ich packe mir diese Aura aus. Boom, boom, bam, boom, bam. Fegen. Und dann wollen wir nochmal schauen, Nebel Aura, ob du wirklich die mächtigste bist oder ob die Felsenaura dich schlägt. Wenn ja, dann sage ich nur, wow. Wenn nicht, dann sage ich, ja gut, okay. Man kann nicht alles haben. Aber wollen wir erstmal abwarten. So, erstmal wieder drei scheiß Bäume. So, Felsenaura. Bam. Und du hast hier mal an. So, gut, einer ist schon mal weg. Und hoffentlich sterbt ihr auch dadurch. Oh ja, sieht schon mal cool aus. Wubababu, Meteorenhagel. Ich glaube es nicht, sie ist stärker. No, die Nebelaura wurde besiegt. Oh mein. Das gibt es nicht, oder? Leute. Okay, wir werden immer mächtiger. Ich merke es langsam. Ich spüre langsam, wie wir uns dem Finale, wo wir sind noch relativ weit vom Finale entfernt eigentlich, wenn man so bedenkt. Aber trotzdem, man spürt schon langsam, so ganz langsam, man brodelt. Es brodelt so in einem, es kocht. Man spürt es im Bauch, im Kopf, im Magen, im Gesicht. Das Ende naht. Und ich habe gerade hingeguckt kurz. Warum bin ich tot? Haben die Skorpione etwa ein Instant Death, so wie sie es auch im realen Leben haben? Das finde ich ja geil. Na egal. Hallo, ich will da hoch. Hallo, Lula. Kann ich was machen mit dir? Nein, kann ich nicht. Ich kann nichts machen. Starr mich nicht an. Okay. Rein da, okay. Hallo. Na, Würmer. Blödes scheiß Gewürm. Da wollen wir nichts, aber egal. So, da geht's immer runter. Diese Lianen. Muss ich da runter oder muss ich da nicht runter? Das ist hier die Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Moment, kann ich mich da hochangeln? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum auch? Nein, das hätte ja Sinn und wäre nützlich für mich. Oh, hallo, meine Skorpionfreunde. Wisst ihr, was euch blüht? Ich habe eine neue Felsenaura für euch. Nein, Quatsch, keine neue Felsenaura. Ich habe die einzige Felsenaura in diesem Spiel, aber die reicht vollkommen. Die Nebelaura reicht sogar für euch, aber ich benutze jetzt erstmal die. Wobei, wenn die Nebelaura reicht, nehme ich doch lieber die Nebelaura, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, die Nebelaura sieht cooler aus. Ja, definitiv, die Nebelaura sieht echt cooler aus. Aber das ist ja egal. Solange wir jetzt einen mächtigen Mega-Zauber haben, das ist alles super so. Wir können da rechts runter und diesen scheiß Kopf aktivieren. Nein, können wir nicht, denn hier oben können wir nicht hoch. Verdammt. Das ist nicht so cool. Egal, dann gehen wir halt hier runter. Das soll uns nicht aufhalten. So, wo fallen wir hin? Moment, hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Na gut, dann wollen wir auch nicht mal gucken. Ich weiß nicht. Wollen wir mal gucken, was da ist? Komme ich irgendwie da hoch? Mal dessen. Moment, wenn ich da bin... Irgendwas zum Ranhangeln? Nein, ich muss da runter. Okay, dann gehen wir zum weißen Baum und sagen, hallo, weißer Baum. Hallo, lässt du uns runter? Ja, lässt du nicht? Nein, egal, stirb! Okay, so, wechseln zur Axt. Und Geisterbaum. Hier auf der Karte schon wieder so eine Farbendiskriminierung. Da auf der Karte ist er weiß. Und hier ist er auf einmal schwarz. Oh mein Gott. Nee, oder... Na... Schwarz kann man auch nicht sagen. Wer er ist... So eine Art lila-braun. Oder? Keine Ahnung. Jedenfalls eine ganz komische, seltsame Farbe. Aber... Nein, fuck, stimmt ja! Nein! Ich habe vergessen, die Nebelaura reicht ja gar nicht bei euch Bäumen. Bei jedem Gegner, aber nicht bei euch Bäumen. Und bei den Klauarkenfröschen auch nicht. Ach genau. Vielleicht reicht es sogar bei den Unk-Unks jetzt, also wenn es zu zweit sind. Alleine auf gar keinen Fall, das weiß ich ja. Zu dritt meine ich auf gar keinen Fall. Alleine ja, aber... Toll, jetzt bin ich hier hingefallen, wieder. Fail. Okay, und wieder hoch. Das hat nichts gebracht, das ist schon mal gut zu wissen. Gehen wir da lang. Aber seltsam, Moment, das ist auf jeden Fall der einzige Weg, der nach oben führt. So. Da müsste hier noch irgendwas sein. Ich muss da oben links, da muss ich hoch. Na gut, dann gehe ich nochmal da oben da rein, wo ich gerade den Weg frei gemacht habe. Sehr, sehr, sehr seltsam. So, dann ist hier noch irgendwo was. Muss ja, weil...
sonst komme ich nicht weiter. Und wenn ich... Ah, ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Alles in Ordnung. Super. Uns geht's prima. Und ihr seid Würmer. Weißt du, das freut mich noch viel mehr, weil dann kann ich euch mit einem Schlag beide kalt machen. Also jeder braucht einen Schlag, meine ich. Kali braucht einen und ich brauche einen. Und es sind jetzt schon wieder 5 Minuten vergangen. Was zur Hölle? Ich habe doch kaum was gemacht. Naja, egal. Egal, die Zeit bei Mystic Quest vergeht so verdammt rasend schnell. Und gut, weil jetzt bin ich hier oben. Und jetzt? 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 Und na, Gegner, viele Gegner. Okay. Viele Gegner bedeuten entweder einmal eins. Richtiger Weg, juhu. Neue Kiste, yeah. Oder verarsche, scheiße. Ja, es gibt auch immer so lustige Wege, die sind dann total mega lang und sehen voll richtig aus und alles. Und dann bist du angekommen und merkst, ich wurde gerade voll aufs Kreuz genommen. Hier ist gar nichts und ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Das war wie gerade eben der Weg, der dann nach oben führt. Und, oh Gott, der Weg sieht richtig aus. Und, Würmer. Würmer. Aber egal, ich habe eine Antwort für euch. Die heißt Nebelaura. Axt. Außerdem ist die Nebelaura schneller vorbei als die Felsenaura. Und was? Ich dachte, sie reicht bei euch Würmern. Sie reicht ja nur bei den Skorpionen, kann das sein? Scheiße, ich mache Riesenfehler hier. Was ist, das geht ja gar nicht. Okay, egal, dann heißt es ab jetzt nur noch Felsenaura. Nebelaura, du bist aus meinem einem. Egal, ich habe wieder einen Sprachfehler, schon wieder. Egal. Du wirst aus meinem Repertoire verbannt. So, das wollte ich sagen. Nein, was heißt verbannt? Ich werde dich jetzt jedenfalls nicht mehr so oft einsetzen. Da ich da doch leider einsehen muss, die Felsenaura ist doch tick besser. Na, die Maßeinheit tick. So. Wollen wir mal schauen, ob das funktioniert, wenn ich hier Felsenaura nehme. Und du stirbst jetzt erstmal, Würmchen da hinten. Wow. Oh, verdammt, ich sehe gerade, ich habe nur noch wenig Speicherplatz bei meiner Audioaufnahme-Dingens. What the fuck? Das ist ja fast 1000 mehr. Das war über 1000 mehr. Das waren über 1000 Punkte Schaden mehr als diese Aura. Und ach, hier ist super. Hier geht's weiter. Bams. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem. Oh Gott. Nein, 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 nein. Was ist das denn hier? Oh Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Verdammt. Na gut, egal. Wir haben ja... Wir haben einfach die absolute Kontrolle. Wir haben die Macht. Solange du die Kontrolle des Kampfes beibehältst und beibehalten kannst vor allem, hast du schon gewonnen. Du brauchst dir nichts mehr zu fürchten. Weil du siehst ja diese Würmer da, die... Ja, die sind da und dann sterben sie und fallen um und... Ja, das war's dann auch schon. Wir nehmen die Kiste da mit, weil sie gerade auf dem Weg liegt. Sonst mache ich mir nichts aus solchen kleinen Kisten eigentlich. Heiltränke, super. Gut, dass ich nicht nach oben gegangen bin zuerst. Dann gehen wir jetzt hier noch, killen die zwei da unten. Ja, die zwei müssen wir auch noch killen. Na, super, 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 super. Hallo, Mana. Wir sind auf dem Weg zum Finale. Nein, wir sind auf dem Weg zum letzten Medaillon. Zur letzten Medaille. Und zum letzten Kristall vor allem. Zum Windeherrscher oder so ähnlich. Wusch. So. Ich find's gut, dass hier nur Würmer kommen. Gegen die Würmer kämpfe ich nämlich gerne, weil die Würmer, die sind direkt tot. Die machen nichts. Die sind da, sagen einmal kurz, hallo, wir sind Würmer, wir wollen euch töten. Und dann kriegen sie eine Axt und gespalten und weg sind sie vom Fenster. Und genau, warum können die eigentlich, warum können die Feuer attacken? Was ist das? Der Drache konnte Feuer attacken. Ja, das habe ich verstanden. Aber wenn diese Viecher Feuer attacken können, weil guck mal, es sind verdammte sind Würmer. Mann. Und sie heißen noch nicht mal Schundwürmer. Schundwürmer, da hätte ich es verstehen können, dass sie Feuer attacken können, weil Schundwürmer sind... Boah, aha, awesome. So. Und da hier ist eine Sackgasse gewesen links. Das wäre auch geil gekommen, wenn ich da lang gegangen wäre. Und da sind nochmal ganz viele Würmer auf dem Weg. Und wir kämpfen hier nur gegen Würmer. Aber das finde ich gut. Nein, das finde ich jetzt wiederum scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Gut, dann heilen wir uns mal eben. Soshi, heil dich. Nein, verbrenne uns nicht. Aber ich habe hier eine Feuerimmunität. Ja, gut. Trotz Feuerimmunität doch relativ viel Schaden bekommen. Aber das kümmert uns nicht. Denn wir haben eine Axt. Das macht die Axt. Guck mal da. Da stand Kalias Angriff wurde geschwächt. Ja, wurde er. Hat man ja voll gesehen. So um 100 weniger Schaden dann. Was bei 1500 ja voll viel ausmacht. Jetzt hat sie trotzdem noch mehr Schaden gemacht als wir. Das ist immer so deprimierend hier. Und das war ein Reim. Ah, gut, ich gehe mal nach unten. Das bringt was, wenn ich wette, ich muss links lang gehen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Es war so klar.
So, hallo meine Würmchen, meine kleinen Freunde. Was macht ihr denn hier? Jetzt habe ich wieder Felsenaura für euch. Extra aufgefrischt, nur für euch, damit ihr nicht einsam sein braucht. Weil hier, guck mal. Wo kommen die Steine eigentlich her? Und warum ist der Baum nicht kaputt? Weil ich meine, wir verbrennen ihn hier von innen. Und die Würmer verbrennen ihn vor allem von innen. Warum werden eigentlich alte, weise Bäume in Spielen andauernd befallen? Warum? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Na gut, was heißt andauernd? Mir fällt jetzt nur Ocarina of Time halt ein und Mystic Quest Legend. Wobei ich das bei dem Spiel hier schon völlig vergessen habe. Das ist auch so ein alter Baum, der genau auf den gleichen Grund sein Maul öffnet, weil ein Monster ihm befallen hat. Aber gut, das hinterfragen wir einfach mal nicht. Das ist einfach so und das wird akzeptiert. Und da geht's raus, da freuen wir uns doch. Yes, es sieht so aus, als würde es weitergehen. Und da sind Schrösche. Ja, da sind Schrösche.